Eieiei, was hier denn los? Eiert ein bisschen stark, ne? Und da hat sich die Mutter gelöst. Ja. Der Spiel von den. Ist mega groß. Als ob die Lager überhaupt nicht richtig in die Felge passen. Ja, stimmt. Oder fehlt da sogar ein Lager? Irgendwas stimmt hier vorne nicht. Ist das auf der anderen. Es sah genauso gelöst. Irgendwas ist hier sehr eierig. Ja, das vielleicht ist natürlich ein Unterschied zum Original, ne? Vielleicht kann man da Kyosho-Räder einfach aufbauen. Hm, das kann natürlich sein. Hier sind auch gar keine Kugellager drin. Nee. Das ist sehr nur Gleitlager. Schön. Ja. Boah, die Hinterachse ja nicht ganz gut funktioniert. Ja, also ich glaube, teilweise ist es gar nicht so schlecht, aber dann fehlt es im letzten Detail, ne? Auch vorne sehr hart gefedert. Mhm. Ja. Aber funktioniert an sich nicht schlecht. Ja. Nur in dem Fall ohne Sturzzunahme. Das ist einfach ein fester Kingpin, ja, wo der Arkschenkel einfach nur hoch und runter geht. Ja. Das ist wie beim MR02. Beim MR03 hatten wir ja die Vorderachse. Ach ja. Wo beim Einfedern sich der Sturz auch automatisch ein bisschen erhöht. Genau. Das ist aber auch, hier ist die Feder halt hier eingebaut, innen liegend und nicht direkt im Kingpin. Und hier haben die Räder natürlich kaum Spiel und laufen mit Kugellagern. Ja, das läuft natürlich ganz anders, ja. Da muss man nochmal optimieren. Schraub mal auf, das vordere Rad, was das macht. Aufschrauben? Ja. Boah, ist das filigran. Das ist ja der Wahnsinn. Krasse. Guck mal, wie leicht das hier schon in die Felge geht. Normalerweise musst du da schon so ein bisschen drücken. Ja. Wie gibt es in dem Maßstab noch Kugellager? Yeah. Habe ich leider nur diesen Satz, den ich finde. Ist ja krass. Aber, ach guck mal, das Lager passt. Ich glaube, das ist das Rad das Problem, ne? Genau, die Felge und das Lager hier, das geht viel zu leicht. Sind das denn original, ist das alles passend zu Mini-Z oder ist das jetzt was anderes? Müsste passen. Ich habe meine noch dabei hier, meine Gleitlager. Ach so, du kannst ja mal einmal ranhalten und gucken, ob das passt. Wir können die auch mal reinbauen bei dir. Boah. Hier unten sind die. Es ist echt komisch, warum der nach rechts gut fährt und nach links nicht. Ja, bei so eierigen Rädern vorne. Aber meinst du, das liegt an der Vorderachse und nicht am Heck? So, ich probiere es mal meine Gleitlager hier. Das ist natürlich nicht symmetrisch aufgebaut. Aber guck mal hier, Kyosho gegen Bengo, sieht genau gleich aus, ne? Ja, das sieht echt gleich aus. Und, sitzt das fester? Liegt wahrscheinlich am Rad, ne? Doch, der ist fester. Ach, der sitzt fest drin. So muss das sein. Ja, dann guck mal, ob das jetzt passt. Du brauchst wahrscheinlich einen ordentlichen Kugellagersatz mal für das Auto. Ja. Kostet 11 Euro. Nee, das ist immer noch. Aber es passt. Vielleicht ist die Achse zu dünn. Die Achse zu dünn? Das kann ja auch sein. Oder? Dass es von daher kommt, also der Pin hier einfach. Da musste man mal mit dem Messschieber. Vielleicht hat Marc mehr dabei. Mal vergleichen zwischen Mini-Z und Dings. Das waren jetzt meine, ne? Was dahin? Ja, vertausch die jetzt nicht. Nicht deine guten. Meine lege ich zu meinen schicken Ratten. Genau, mach mal. So, da ist der Original Mini-Z. Sieht sehr ähnlich aus. Hat das Spiel? Mhm. Da? Weniger? Ich glaube, die von Mini-Z ist ein bisschen dicker. Ja, das kann natürlich gut sein. 1,9 ist natürlich leider nicht die Gitarre. Nee, ne? Er muss noch ein bisschen. Ich glaube, die ist dünner. Ein Zehntel vielleicht, 1,8. Das macht aber schon was aus. Die ist wirklich dünner, ne? Ja, ist ein Zehntel dünner. Deshalb passt dann die Lager nicht und deshalb eiert das Rad hier so, ja. Interessant. Eigentlich schlecht, weil die Teile kann man am schlechtesten austauschen. Ja. Wären es jetzt nur die scheiß Gleitlager gewesen, ja, hätte ich einen Kugellagersatz für 10 Euro gekauft für ein Mini-Z. Ja, bringt ja nichts. Ja. Die Gleitlager passen, aber die Achse ist zu dünn. Das bringt dich nicht weiter. Mhm. Die scheiß Achsen sind zu dünn. Ja, das passt nicht. Hm. Naja, ist halt doch nur ein Spielzeug dagegen, original. Guck mal, hier wackelt gar nichts. Das ist hammermäßig. Präzise alles, geht sofort in die Lenkung, alles auch in die Richtung. Das ist halt der doppelte Preis, wobei man da auch sagen muss, dass wir können ja mal eine Expertenmeinung anholen, deutlich besser reinholen von Marc. Oh, der kriegt so was viel. Was sagen wir hier zu der Radgeschichte des Vorderen? Auf jeden Fall hat er die cooleren Kabelhalter, ne? Ah, okay. Was habt ihr denn hier? Ach so. Ja, irgendwie eiert das für alles. Und da muss man mal eine Unterlegscheibe drauf machen oder so. Ne? Ja, die Achse ist ein bisschen dünner als beim Mini-Z, das ist das Problem. Ein Zehntel oder so und deshalb eiert das Rad vorne so stark.
Ja. Ach da, das ist ja okay. Das ist nicht original, ne? Nein, das ist ja der China Mini-Zelt, ja, ja. Okay, so. Und was passiert das, wenn man die Dollar andreht? Dann dreht sich das Rad nicht mehr. Dreht eh irgendwie lose, ne? Dreht er mit auf der Seite? Ja. Aber weiter ging's. Nee, das wird nicht besser. Aber sonst doch niedrig, oder? Was habt ihr denn? Naja, er fährt halt rechts gut und links schlecht. Sein Radstand beim Marktstand ist auch. Das ist ein Atomic. Er fährt hier auch mit seiner Lexan-Karosserie, wie bei dem China-Auto. Ist der noch kürzer, der Atomic? Der hat auch ungefähr 98 mm. Der hat auch diese 98er, ja. Gebaut, ja. Der ist 102, der. Mhm. Sehr gut. Ja, das Tipp geht halt ein bisschen komisch. Hier hat zufällig doppelseitiges Klebeband mit. Ein doppelseitiges nicht. Für den Transponder? Ja. Nee, heute leider nicht. Ja, mit den Reifen lenkt der gar nicht. Ja doch, er fährt rechtsrum sehr harmonisch, aber links übersteuert er und dreht sich ganz schnell ein. Aber nur weil der Motor, oder? Mhm. Muss man irgendwie ausgleichen, ne? Ja, genau. Ja, aber ich meine, dafür geht halt, ne? Aber ich würde auch nicht mehr Power reinbauen. Doch, echt ähnlich, oder? Ja, hier ist die Feder deutlich härter, ne? Aber der hat hier sogar den Reibungsdämpfer wie beim F103. Das ist ja gar nichts. Das ist richtig hart. Und wie ist der aufgebaut? Ist der Allrad? Ja, kleine Stoßdämpfer. Ach, wie süß. Und, sag mal, das ist ja der Wahnsinn. Was ist da oben alles drauf? Der Regler? Ja, das ist der Regler. Das ist ein Sanwa-Empfänger. Ach so. Ach, den fährst du mir mit deiner Sanwa-Fernsteuerung. Ist das Borschless? Ja. Wahnsinn. Boah, ist das klein. Ach, ein Kardan-Tourenwagen ist das. Ist ja geil. Oh. Sehr gut. Auto immer durch die Schleifen fährst, und da Blödsinn macht, dann fällt er sich zurück. Ja, geht auch eigentlich nur, wenn du. Hey, jetzt sind. Oh, faul! Master drin. Marc, dein Auto passt hier scale-technisch. Oh! Vom Speed ja nicht so ganz in unsere lahme Fahrerei rein. Ich freue mich auf meine Ideallinie, aber warum komme ich nicht in die Kante? Das Fahren mit diesem Auto klappt jetzt schon viel besser als beim ersten Mal. Es hat halt diese Tendenz, dass es sehr, sehr schön Rechtskurven fährt, weil es da so ein bisschen untersteuert, aber sich weiterhin bei Linkskurven so komisch stark eindreht. Da muss man sehr, sehr aufpassen und stark vom Gas. Das betrifft diese Kurve einmal und diese Kurve. Also nur zwei Kurven, weil wir ja den Kurs rechts herum fahren. Also war das nicht so ein großes Problem. Ja, der Motor ist relativ schwach. Da ist dieser Standardmotor vom Original Kyosho Mini Z doch deutlich schneller. Aber hier in dieser schnellen Kurve, da war mein Fahrzeug schneller als so ein Mini Z, beziehungsweise auch Daniels Mini Z, der ja ziemlich stock ist. Das ging eigentlich ganz gut. Ich denke mal, man kann das mal weiter probieren mit diesem Fahrzeug und da weichere Räder draufziehen. Vielleicht hat er dadurch einfach mehr Grip. Ja, und vom Speed her ist es natürlich schwierig. Da müsste man halt mal einen passenden Motor finden, weil der ist halt normal an diesem Motorträger festgeschraubt, wie beim 1:10 Pancar auch oder Formelauto. Und beim Mini Z sitzt der in so einer bestimmten Halterung. Da ist es nicht hundertprozentig kompatibel. Daniel meinte auch noch zu mir, es ist sehr schade, dass der jetzt nicht mehr zu bestellen ist, weil
Er hätte sich den nochmal geholt und einfach mal geguckt, was man da noch rausholen kann. Aber das können wir ja vielleicht mit diesem Fahrzeug auch nochmal zusammen machen und schauen. Jedenfalls gucke ich mal, was mein kommender 4WD, nachgemachter Mini Z sozusagen, kann. Davon fuhr jetzt auch schon einer und der hatte aber vorne das Diff offen und hinten zu, weil das eigentlich als Drifter ausgelegt ist und das musste man mal umbauen. Da bin ich mal gespannt, wie meiner kommt, aber das können wir ja dann sehen, wenn es soweit ist. Dann gibt es hier natürlich ein neues Video dazu und dann fahren wir das neue Fahrzeug auch auf der Strecke und auch in diesem Video. Wenn ihr wissen wollt, was bald kommt, mein zukünftiges 1:24 Auto, ist das schon in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like da, darüber freue ich mich sehr. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal, denn ich habe noch ganz, ganz, ganz viel Inhalt für euch.